Nein, nicht jeder Patient muss ein Korsett tragen. Hier fängt es davon ab, wie alt der Patient ist und wie viel Grad die Skoliose hat. In der Pubertät ist die Korsettversorgung ganz wichtig. Auch hier stellt sich die Frage, wie viel Grad gerade vorherrschen. Auch hier ist die Gradzahl entscheidend. Es besteht die Indikation ab 50 Grad, jedoch muss jeder Einzelfall genau betrachtet werden. Wenn eine OP-Indikation besteht, so können Sie sehr gerne bei mir eine Zweitmeinung sich einholen. Die stationäre Rehabilitation ist unabhängig von Operationsindikation oder von Korsettindikation. Sie intensiviert die bereits erlernte physiotherapeutische Schrotübungen im ambulanten Rahmen. Das ganz einheitliche Konzept beinhaltet auch unter anderem psychologische Aspekte. Das war auch der Ansatz von der Gründerin Katharina Schroth.